Am Ufer vom Lago Maggiore versammelt sich alle zwei Jahre rund 3.500 Swisscom-Mitarbeitende zu den Swisscom Games. Für die medizinische Grundversorgung ist die Firma JDMT zuständig. Sie macht das aber nicht allein. Total sind es von uns rund ein Dutzend plus rund 40 Betriebssanitäter. Das ist die grosse Gelegenheit für Betriebssanitäter, die wir auch ausbilden seit Jahren, dass sie da können scharfe Einsätze machen und unsere Supervision und so halt Erfahrung aufbauen. Für die Betriebssanitäter eine besondere Gelegenheit? Ja, absolut. Es ist nicht das erste Mal bei der Swisscom. Das ist eine Kultur, die wir schon lange pflegen tun. Aber es ist sonst, verglichen mit anderen Events, ist das sicher etwas, wo das selten ist. Der Umstand, dass es Mitarbeiter sind, hat sicher einen disziplinierenden Charakter. Also man kennt sich, es gibt eine soziale Kontrolle. Der Organisationslevel, Professionalität ist sehr hoch. Und das zeigt sich da, dass halt einfach, wenn du professionell dich aufstellst, eben auch im Bereich Sicherheit und anderen Vorsorgebereichen, dass halt dann die Eintretenswahrscheinlichkeit auch geringer ist. Und doch kann das eine oder andere passieren. Ja, wir haben das ganze Spektrum von Veranstaltungen, zum Beispiel das Shooten. Im Shooten kann alles Mögliche passieren. Vom Sprunggelenk über die Schürfung, über das Knie bis hin zum Herzinfarkt. Ähnlich bei anderen Veranstaltungen und am Abend hast du natürlich auch in der Party. Da gibt es mögliche andere Situationen, bis jetzt aber alles sehr ruhig. Bis jetzt haben wir etwa 30 Stück gehabt, keine Hospitalisation. Wir haben zum Beispiel einen Finger gehabt, der ausgerenkt ist, den wir selber da eingerenkt haben. Da. Und bis zum Schluss wird es schon irgendwo 150 Patienten Kontakt sein. Das Ziel ist, dass wenn etwas Schwerwiegendes passiert, dass wir schnell sind. Auch sehr gute Zusammenarbeit mit der Salva, hier unten, dem lokalen Rettungsdienst. Und ja, dass wir möglichst auch können, die Spitäler hier in der Region entlasten können. Mehr dazu lesen Sie auch unter safety-security.ch.